Schön, dass ihr wieder da seid. Let's Play 102 mit dem Systemstreuner. Mir ist noch was durch den Kopf gegangen, also ich finde irgendwie komisch. Ja, dass sie sagen, sie könnten keinen Sport treiben und so, weil... Hier, wir haben ja überall Platz drin, wir haben da Platz drin, wir haben hier Platz drin. Da ist überall Platz, aber sie macht es nicht. Ich habe mir überlegt, kann ich vielleicht da leicht drauf Einfluss nehmen hier, indem ich einmal hier ein bisschen bei Sport mitgebe, so Begeisterung für Sport. So nur so ein bisschen, nur ein minimales Sportchen. Ob dadurch die öfter in den Sport rennen und dadurch glücklicher werden. Bildung brauche ich nicht. Vorliebe für Alkohol habe ich draußen. Vorliebe für Kultur kann ich jetzt halt nicht hinmachen. Da haben wir ja schon Kultur drin. Und das gleiche würde ich auch hier versuchen. Einfach einen Klick dazu. Ja, also es sieht so aus, als wenn ein Klick da schon... Gut, 10% ist jetzt nicht gerade wenig. Aber die anderen Werte sind noch in die... entwickeln sich noch in die Richtung, wo ich möchte. Bin mal gespannt, was sich daraus so entwickelt mit dieser Konstellation. Ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger Alkohol, ein bisschen weniger Religion. Ich lasse das so mal laufen. Ich hoffe immer noch, dass ich jemanden Tennisspiel sehe. Mitarbeiter springen rein und raus, sind immerhin drei Arbeitsplätze pro Ding. Und wir haben ja hier das rote Stück noch. Ich weiß, ich bin da mittendrin beim Bauernhof. Aber das habe ich gedacht, ach, Streuner, was machst du da draus? Hier willst du ja vielleicht mal ein Chimärwerk bauen, das weißt du noch nicht. Dann kannst du da noch Personal reinhauen, dann wird die Stadt noch mächtiger. Aber mein Gedanke war hier, ja, so ein totes Ende ist auch nichts. Deswegen hätte ich mir überlegt... mir nicht zu viel Platz wegzunehmen, also dass hier noch möglichst viel frei ist, aber dass ich hier schon mal so ein bisschen an der Bahnlinie entlang ziehe. Die Sache ist halt, wenn ich das jetzt hier tue, dann muss ich hier eine Bahnanbindung machen, wie das da, dass ich einmal außenrum und oben drüber gehe. Aber ich dachte, dass die da einfach buckeln können, Kies hinkippen können und so weiter. Würde ich gerne hochkommen. Oder wir machen uns präventiv was rein, aber ich kann jetzt halt schlecht abschätzen, wo ich hier den Zug brauchen würde. Man könnte hier eine Brücke schon mal hinbauen und dann mit dem Zug drunter durchfahren. Also so wie das da. Weil hier gehe ich definitiv nicht raus. Wenn, dann müsste ich hier rüber gehen. Aber die Frage ist dann halt, wo wäre es am sinnvollsten? Vielleicht muss ich mir eben dafür das Chemiewerk nochmal anschauen. Einmal Chemiewerk groß. Bam. Ja, das nimmt schon Platz weg. Plus die Lager, die da drin sind und so weiter und so weiter. Da können wir ja alles Mögliche reinkippen. Aber man müsste dann an die Schienen rankommen. Und an die Schienen der Lager, die da überall dran sind. Also, sagen wir mal, ich mache mal Markierungen. So, wenn Chemiewerk irgendwo bis hier geht. Und ich dann noch ein bisschen Lagerkomplex drumherum brauche für alles, was reingeht und rausgeht und so weiter. Und sagen wir mal bis hier. Damit müsste ich eigentlich klarkommen, wenn ich dann hier so... Das wäre ja fast mittig von dem Ding. Ja, wenn ich hier mir das rein plane. Also einmal hier hin. Einfach, dass ich da weiß, da brauche ich ein Brückchen. So. Oh, da ist auch noch Baustart von Gebäuden drin. Da muss ich gleich danach gucken. Einfach mal eine Abzweigung hier rein überlegen, die man später dann nutzen kann. Da aber schöne Enden machen. Einmal hier und einmal da. Und ab da dann abreißen.
Ja, wobei, nee, ich darf sie nicht ab hier abreißen. Dann kriege ich kein Signal hin, dann ist es ein Block. Machen wir es mal so. Und da hagelt schon die fertigen Baustellen rein. Einmal Signalchen. Und hier Signalchen. Und da Signalchen. Habe ich da hoch überhaupt schon Signalchen gemacht? Ja, habe ich. Das heißt, der Bau wird dadurch auch nicht einfacher. Aber die können jetzt für den Bau, wenn sie die Strecke bauen müssen, da reinfahren. Und wenn sie von da unten können, können sie da lang bauen. Ich glaube nur, dieses Stückchen können sie da nicht realisieren. Das muss ich dann schauen, ob ich es wieder aufmachen muss. Die können ja hier einmal irgendwo quer durchfetzen. Aber dann können wir auch mal versuchen, ob der Bau klappt, wenn die Signale gleich richtig sitzen. Also, du darfst hier noch reinfahren und du darfst hier noch reinfahren und da darfst du noch raus. Ist das jetzt richtig rum? Nicht, dann bist du Footballer. Ja. Ja, naja. Das passt. Und hier noch raus. Und da noch rein. Ja, aber dann kommt der Bauzug schon wieder nicht mehr zurück, wenn er hier reingefahren ist. Das ist alles Murks hier, wenn man Signale schon drin hat. Egal. Muss ich hier halt nochmal in den sauren Signalapfel beißen. Einmal könnt ihr auch gern schon mitbauen. Ist mir pups, dann ist die Ecke hier mal rund an der Stelle. Mir fehlt halt irgendwie der Baumatschweg für Züge, den gibt es halt leider nicht. Wäre ja auch unrealistisch. Aber ich glaube, haben sie schon. Ja. So, das war die Überlegung. Jetzt schauen wir eben mal nach den Baustellen und dann machen wir die Straße hier rund. Ach ja, wichtige Baustelle. Ja, das Ding hat keine Tanke dabei, aber es sieht so irgendwie nach einem coolen Parkplatz aus. Also dann holen wir unsere Autochen und lassen die da rüberfahren. Einmal den hier. Einmal den da. Dann ist das da schon mal leer. Kann das wieder weg. Und dann machen wir hier auch. Also das ist reine Geldverschwendung, was ich hier betreibe. Das, aber ich sag mal, wir laufen hier auf die Millionen zu. Einmal das übrige Feuerwehrauto. Die gute Straßenwalze. Oder habe ich da vorne noch Platz drin? Ja, nee. Also, nee, nee, nee. Ich stopfe die zwei jetzt da rein und die werden dann später abgezogen. Die können, wenn ich da irgendeinen Auftrag für alle rausgebe, können die mal losjudeln. Ansonsten stehen sie hier drin. Und dann ist das Ding mal weg. So. Was haben wir Tolles Neues? Das hat man gerade. Bau beendet. Ja, super. Dann baut mal bitte mir alle an dem Masten hier mit. Dass wir da Sprit in den Tank kriegen. Da ist leer. Folge 102. Das letzte kostenlose Büro wird abgerissen. Ich kann euch aber nicht garantieren, dass es nicht nochmal irgendwo eins geben wird. Der Vorteil von dem Ding ist halt, wieso bist du jetzt verwirrt, weil ich dir die Straße abgerissen habe? Ja, dann komm mal klar und mach das da. Ah, jetzt fährt hier der Bagger für die Elektrik vermutlich los, ja. Ja, das ist ja gut, dann klaut er uns schon nicht welche von denen da, die aber auch noch Kapazitäten haben. Wie sieht es vorne aus? Also ich denke mal, Kipper, die müssten alle zu tun haben. Offene Ladefläche, ein Betonmischer ist da. Okay, das heißt ja, eigentlich die Brücke ist fertig, das hat man. Okay. Ja, da muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Gras wachsen. Ja, wir könnten ja einfach mal, dass das da nicht so auffällt, dass da mal ein kostenloses Depot war. Schnappen wir uns hier ein paar Büschchen. So. Machen wir hier ein bisschen grün hin. Lass mal Busch über die Sache wachsen. So. Schauen wir mal, wie es wird. Wie wurde es denn da drüben? Da wurde es buschig. Okay. Und hier, da machen wir halt Streunersbusch hinter der Geheimpolizei. So. Da
Das wäre krass drüber wachsen. Wir hatten nie vor, ein kostenloses Baudepot zu bauen. Oder ein Straßendepot. Sind sie alle eingezogen? Ja, hier könnt ihr jetzt stehen und chillen. Schade drum. Aber bei der nächsten Geheimpolizei dürft ihr einsetzen und bei der nächsten Feuerwehr auch. Ja, die Finanzen, die ziehen gerade ein bisschen. Ich frage mich gerade, wieso. Also, ja gut, wir haben ja nur gefühlt 100 Bauaufträge drin, aber das ist jetzt alles nichts Teures. Was? Ja gut, wenn man 50.000 im Monat Gewinn macht. Jetzt muss ich mal eben so anschauen, kriege ich diese Statistik. Schauen wir mal dieses Jahr. Export 2,4. Ja, Import, aber Import ist halt... Chemikalien haut ganz schön rein, also damit wird man uns gut was abnehmen, wenn wir die nicht mehr importieren müssen. Fast 1 Million für Chemikalien. Pflanzen haben wir deutlich reduziert, da habt ihr gesehen, erst ab da, wo ich jetzt von der Grenze hole, geht's los ein bisschen. Da fährt halt mal und fährt auch mal nicht. Bedürfnisse der Bürger, ja. Aber Treibstoff, also Treibstoff macht's noch nicht so. Und Stahl, das ist halt Bau. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich das Kraftwerk da. Aber der dickste Punkt, wo wir auf der Liste haben, ist Chemikalien. Besonders, weil wir jetzt halt hier Chemikalien verbrauchen. Natürlich für unsere Wasserversorgung und alles. Und auch hier. Da müssen jetzt halt die Chemikalienlaster immer was herkarren. Ja, ich muss noch eine Mülltour machen irgendwann, aber die hat es jetzt nicht eilig. Also zurück zur Planung. Immer da. Schön entlang fahren. Und dann ein Brückchen hier drüber machen. Einmal das Brückchen. Da braucht man ja jetzt nicht ganz so steil fahren. Kriege ich da nicht schon hier einen kleinen Bogen rein? Ja klar, kriege ich den da rein. So. Einmal auf 9 Meter. Einmal schön drüber. Einmal wieder gediegen runter. So. Dann machen wir die zweite mal hier parallel da dran. Machen das Brückchen schön parallel. Mal schauen, ob das wie bei Schiene tut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Weil dann kann ich die Straßen hier halt auch als Einbahnstraßen machen und sowas. Was mir jetzt bei der Konstruktion halt fehlt, ist ein Bauch wie das da, dass ich hier noch Auffahrten hin machen kann. Da überlege ich gerade, brauche ich hier eine Autobahnauffahrt? Oder reichen mir zur Not diese Zugänge hier für den Minimalverkehr? Oder brauche ich eigentlich gar nichts und die müssen nur da hochkommen? Ich denke, ich brauche da eigentlich gar nichts. Ich muss nur da oben rüberkommen, dass ich irgendwo hier eine Autobahnkurve hinkriege. Okay, die gehen immer so rum. Ich mache es jetzt einmal andersrum, dass wir es ja auch mal andersrum haben. Hier gehen wir hoch. Ohne den Snap. Hier gehen wir hoch auf die 9 Meter. Ist es jetzt zu steil oder was? Habe ich falsch eingestellt. 6 Meter, 9 Meter. Ich muss noch gut lang. So. Hier jetzt auch mal schon mal hier in die Kurve gehen und nicht gerade drüber gehen. Ne, bringt mir das einen Vorteil? Ne, bringt mir keinen. Wir fahren erstmal gerade rüber. Und fahren hier schön weit runter. Ziehen wir unsere Sträßchen hoch. Wieder circa genau hinkommen. Jetzt habe ich keinen Snap mehr. Oh, oh, oh.
mich wieder parallel bauen. So. Was kommen da für Meldungen an? Nur neue Fahrzeuge. Okay. Dann können wir das hier schön durchziehen mit dieser Einbahnstraße. Das gefällt mir. Ist zwar total unnotwendig, gerade für unsere Republik, aber ich möchte es halt haben. Und keine Ahnung, niedrige Prio oder irgend sowas. Mal gucken. Die können ja eh nicht alles auf einmal bauen. Wo ist mein Einbahnsträßchen? Ja, ich muss gucken. Also hier geht es dann so rum raus. Jetzt ist es ja quasi spiegelverkehrt. Einmal da rein. Einmal von... Ja, spiegelverkehrt ist irgendwie doof. Weil ich komme ja. Na, wo komme ich denn raus? Jetzt bin ich verwirrt. Ich fahre da rein, ich komme hier raus. Doch, doch, doch. Das ist jetzt ein bisschen trickier, weil ich gern möchte, dass die Nodes gegenüber sitzen. Also, wir fahren einmal hier rein. Und wir fahren einmal da rein. Das heißt, der hier, der geht hier lang. Ja, das ist jetzt eine scharfe Kurve hier. Das gefällt mir nicht so. Ich baue mich hier zwischen den zwei Fässchen durch. Nein, komme ich hier durch. Da ist die Höhe nicht hoch genug. Komme ich da durch irgendwo. Ich versuche. Komme ich nicht. Okay. Ja, ich könnte das ganze Ding weiter rüber versetzen oder ich guck mal, wie ich hier die Anbindung reingeben würde. So geht's rein. So. Aber mein Gedanke war, ich will die Anschlüsse gegenüber haben. Dass das so hier schön rüberläuft. Dass die gegenüber sind. Und jetzt muss ich das hier noch hinkriegen. Das heißt, ich muss hier einmal unten unter der Brücke durch und dafür muss ein Brückenstückchen weichen. Das da. Und dann hoffe ich, dass ich das danach wieder dran kriege. Komme ich da jetzt dahin? So. Was mache ich jetzt mit der Brücke da drüber? Einfach wieder dran. So. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber mir gefällt es eigentlich so rum besser. Nee. Das war nicht so rum. Ach, ich habe es immer so gebaut. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Ich finde es gut, so wie es ist. Fertig. Fertig. Finde ich gut. Baustart für Gebäude nicht mitgeben. So. Okay, dann können wir mal... Also irgendwie interessant, dass beim Bauernhof noch nicht wieder was fertig geworden ist. Ja, ich brauche jetzt nämlich Matschwegverbindungen, dass die über die Einbahnstraße durchkommen. Sonst kommen die nicht mehr hin und zurück. So. Einmal mit Maschine, hier auch einmal. Auch einmal und da auch einmal und da unten. Dann brauche ich hier eine Matschwegverbindung. Sonst kann man die hier gar nicht bauen. Den können wir uns auch wieder so zum Bau hier reinlegen. Dadurch geht jetzt noch diese und diese. Ja, und die gehen eigentlich auch schon.
braucht man Benachrichtigung, wenn das da fertig ist. Wenn das fertig ist. Ja. Nee, da mache ich mir keine rein, weil ich brauche immer beide Straßen, um da weiter bauen zu können. Da schauen wir dann einfach ab und zu mal vorbei, wie es denn da so aussieht. Ich möchte einfach, dass die Maschinen jetzt Gas geben können. Ihr seht ja, der Kontostand, der ist gerade stabil. Und wenn ich sehe, hier ist zu wenig los, dann klaue ich denen die Prio da drüben. Aber ich denke halt gerade so lang, wie hier der ganze Kies schon liegt oder Asphalt und da nur noch ein paar hin und her fahren müssen, um da dann ein bisschen ziehen zu lassen. Da können die halt da drüben Kies entkippen. Der steht wieder ganz schön vermurkst da. Habe ich bei den Brücken da vorne Benachrichtigung? Ja, habe ich. Okay. Was machen meine Züge? Bauen die jetzt irgendwas? Chillen die irgendwie komisch rum? Ja. Das war mir sowas von klar. Ich muss da dabei bleiben, ein bisschen an der Stelle, dass die dieses Eck hier rund kriegen. So. Das passt ja soweit alles mal. Jetzt stellt sich halt die entscheidende Frage, möchte ich die Alkoholindustrie und erstens Industrie hier haben und die Stadt dann hier. Der Vorteil wäre halt, wenn die Stadt so weit weg ist. Mal gucken, wo das ist hier auf der Karte. Hier. Ah, da weiß ich jetzt gar nicht, ob der Heli noch dran kommt. Also hier unten kommt er ran. Gut, da müssten wir eigene Feuerwehr machen. Also es kam ja, glaube ich, bis hier beim anderen. Der Vorteil wäre, wenn die Stadt hier hocken würde, dann habe ich mit meinem Heli aus der Stadt natürlich schon wieder eine viel höhere Reichweite hier in die Richtung. Richtung Raffinerie, Richtung schwarzes Gold. Wenn es hier hinkommen wird, die Stadt, dann müsste das Wasserwerk halt hier hinkommen. Oder dahin irgendwo. Also Wasser sauber macht Dings da, Klärwerk. Ansonsten müsste der Spaß hier hinkommen. Ich denke mal, egal wie es kommt, ich brauche beides mal einen Bahnanschluss hier. Einmal für die Stadtversorgung oder für die Industrie. Bei der Industrie wäre es halt charmant, weil dann die Feldzüge nur so zack zack ganz kurz hin und her fahren müssten. Also das wäre ein kürzerer Weg als der hier. Hier haben wir dann noch die Ölgeschichte. Die Ölgeschichte kriegt ja dann auch so einen Ölstromkraftwerk dazu. Ich denke, das ist eine ganz elegante Lösung, wie man ein bisschen Öl lokal verarbeiten kann und sich ein bisschen die Stromversorgung aufrechterhält. Aber wir haben halt keine Kohle hier. Wir können kein Kohlekraftwerk jetzt hier bauen, weil dann muss man die Kohle importieren. Wenn die Stadt hier wäre, immer mit Höhenlinien betrachten. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, hier die Stadtplanung. Also wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste hier der höchste Punkt sein. Aber das schaue ich jetzt mal von dem Messwerkzeug. Einmal schauen, wie hoch es da ist. Wo ist meine Straße jetzt hin? Straße. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin hier ganz abgedriftet. So. 8 Meter. Da geht's runter bis auf 0. Hier geht's noch höher. Da ist der Hochpunkt. Ne, da geht's noch weiter hoch.
hier der Hochpunkt. Okay, ich habe gedacht, da geht's schon runter. Das heißt, von hier geht's in die Richtung überall runter. Und hier gehen wir straight da runter. Und hier müsste es nach hinten runtergehen. Ja. Aber. Wenn wir hier die Stadt hin machen, dann wäre hier hinten wieder Verschmutzung mit der Industrie vom Bauxit. Und irgendwas ist davor auch noch. Eisen. Eisen macht auch eine Menge Schmutz. Wo liegt denn Eisen hier? Also, da wäre halt die Frage, sind wir weit genug weg? Das könnte man dann auch mit zwei Busbahnhöfen realisieren. Einer fährt zum Eisenfertigung, einer fährt da runter und wir kriegen dann eine, vielleicht eine 20.000er Stadt hin. Aber da muss ich jetzt wissen, wie weit ist das hier entfernt. Kriege ich da Verschmutzung rein, die ich nicht möchte. Wenn ich Richtung Stadt gehe. Das sind halt nur 500 Meter. Wow, das tut mir weh. 500 Meter ist gar nicht gut. Alles mal weg hier. So. Ich könnte zwar klar von der Mine nach hinten rausgehen. 500 Meter ist mir zu wenig. Heißt, wo müsste denn die Stadt dann hinkommen? Fast 900. Ja, aber die Stadt, die geht ja weiter rein. Und da fängt es Öl an, aber Öl macht mir ja keine Verschmutzung mit den Pümpchen. Also, da kann man halt sich schnell mal ins Knie schießen. So, wenn wir jetzt sagen, die 780 Meter reichen uns. Ich muss mal eben schauen, was Eisen hier an Verschmutzung macht. Ja, das macht halt kleine Staubwölkchen. Aber die Stahlverarbeitung macht auch Staubwölkchen. Und das Stahlwerk macht die fettesten Staubwölkchen. Eisen wird Dorstahl. Lokaler Stahl, das ist eigentlich eine geile Idee. Hier eine Stadt hinkriegt, die mich hier Alkohol und Dings macht, Essen und da hinten noch Fettstahl. Dann geht uns so schnell finanziell niemand mehr auf die Eier. Also ich sag mal, 800 Meter hätte ich schon gern. Also die Stadt sollte dann eigentlich nicht über das da hinausgehen. So. Ich muss mir mal bisschen Grenzen ziehen. Das, was Gescheites wird hier. So. Also hier haben wir jetzt 800 und das ist äußerste Grenze von Wohngebäuden. Dann haben wir hier 850. Ja, okay, das heißt aber für mich, ich kann hier, also dann bin ich schon ein bisschen näher dran als da drüben, da habe ich 900 Meter gemacht. Oh, einen Tod muss man sterben. So, das heißt, meine Stadt könnte hier reinkommen. Und sie könnte von mir aus hier bis zum Ölpümpchen kommen. Da muss ich mal eben schauen, wie weit das Ölpümpchen geht. Wobei die Pumpen, die kann man theoretisch auch in der Stadt bauen. Ich glaube, die machen null Verschmutzung. Ja, aber die machen minimal. Okay, minimal. 4 Tonnen im Jahr. Ja, also ist auch nicht so optimal. Aber die 4 Tonnen, die muss ich in Kauf nehmen, sonst kriege ich hier keine Stadt hin. Wo war die Pumpe? Liebes Ölpümpchen, wo bist du? Liebes Ölpümpchen. Ja. Es geht ja ganz schön da hoch. Einfach mal ein bisschen Grenzen abstellen. Ja, da habe ich jetzt irgendwas im Weg. Zu schief, mach mal Bagger, fang mir aus, was da hin. Einfach, dass ich weiß, was da so auf mich zukommt. Da nichts mehr. Hier.
Eventuell. Nee, die wäre dann mitten in der Stadt. Mal hier. Dann muss ich auf die 20% verzichten. Ich mache jetzt aber nicht neben den Kindergarten irgendwie sowas hin. So. Also. Die spannende Frage ist, was kriege ich in diesen Bereich hier so circa rein, wenn hier die Stadt reinkommen wird? Und dann mache ich es mir mal ganz einfach. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht. Ich kopiere das jetzt nicht. Ich will nur gucken, wie das von der Größe her aussieht. Dafür wird es jetzt mächtig zur Sache gehen. Wir klonen uns einfach mal den Bereich hier, um zu sehen, wie viel Platz nimmt denn sowas hier mit. Der innerste Teil der Stadt, und jetzt ruckelt das Spiel. Jetzt muss ich mich darüber ruckeln, um zu schauen, wie passt das. Da hängt jetzt viel Floats dran. Wie passt das hier rein? Also wir haben hier die Innenstadt im Prinzip drin. Wir haben Wohngebäude, die erste Reihe, und wir können ja gleich mal mit großen Gebäuden anfangen. Das heißt, wir kriegen da auch viel mehr rein. Also das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 kleine Häuser. Ja, wenn wir das mit den großen Häusern planen, dann wird das ja natürlich alles ein bisschen schmäler. Wir haben jetzt halt hier die Schiene vor der Nase. Also, wenn man sich das so anschaut, vorne, hier, ich muss da ja mit der Straße rauskommen. Aber entweder mit einer Brücke drüber, aber die Brücke müsste dann auch wieder runtergehen und dann müsste auf die Autobahn aufgefahren werden. Die Schiene ist gerade noch nicht gebaut. Also sie sind im Bau, aber noch nicht bis hier hoffentlich. Ich glaube, da muss ich jetzt den Auftrag eben etwas stornieren. Ich will nicht, dass die Schiene mir hier ins Knie schießt. Wenn es durchgebaut wäre, dann hätte ich Workarounds machen müssen. Aber wir könnten doch jetzt hier eigentlich etwas machen. Erstmal Schiene. Erstmal Schiene und Signal. So, dass da die Baustelle unterbrochen ist. Und das will ich nicht komplett abreißen. Ich will mir nur mal gerade überlegen, wie das so wäre, wenn der Zug hier einfach in einem Tunnel oder so drunter durchfahren würde. Weil Tunnel, dann kann ich alles schön bauen. Brücke, dann muss ich wieder gucken, wo ich unten durchkomme. Also wenn ich hier jetzt auch noch hier mir Signale hinsetzt, wo so das andere Stadtende wäre. Das Ding zwischendrin wegmache. So. Und da auch. Kann ich mich hier in die Erde reinbuddeln. Und Erde buddeln. Da gibt es Brücken. Eisenbahntunnel. Geht das, dass ich hier runterkomme? Nee, das habe ich befürchtet. Ich komme nur über den Berg damit. Also ich könnte so ein Ding bauen, wenn ich hier mir so einen Berg schnapp und irgendwo da reinfahre und da hinten irgendwo wieder raus. Glaube ich. Irgendwie so geht es. Ja, da hat er gerade angezeigt, dass es geht. Einmal unter der Erde gucken. Ja, da seht ihr schon, da wird es dann grün werden. Ja. Also Tunnel funktioniert nicht. Welche Alternativen habe ich? Also ich möchte die Stadt dahin kriegen. Das steht für mich fest. Wo bin ich eigentlich? Hier. Ich möchte die Stadt dahin kriegen. Die muss massiv werden. Vielleicht komme ich auch ein bisschen mehr in die Richtung hier noch raus. Dann ist sie halt ein bisschen in die Richtung gebeugt. Ich drehe sie aber nicht um 90 Grad. Also ich möchte Busbahnhof
Auffahrt und so weiter. Das möchte ich schon so belasten. Wie kriege ich jetzt das hin? Also wenn wir uns die andere Stadt anschauen. Da steckt hier vorne ja noch eine Menge Service mit drin. Der muss ja auch überall irgendwo wieder hin. Die Feuerwehr muss schnell rauskommen. Wir brauchen Baubüros. Wir brauchen Versorgungsgeschichte. Das da hier. Das braucht man ja alles noch. Die Versorgungsgeschichte, die würde vermutlich dann hier landen. Oder da hinten, wo es eh schmutzig ist. Das heißt, ich müsste mit den Schienen hier hochkommen. Das ist kein Problem. Ich überlege gerade, müsste finanziell eigentlich auch machbar sein, dass ich mir das Ding schnapp. Die Brücke schnapp. Und sag. Oh, das war jetzt nichts. Haben wir wieder. Doch, haben wir drin. Und dann sag ich, gehe hier einfach mal rüber. Ganz plump. Fahr sie hier runter. Ein bisschen Abstand, dass da vielleicht noch irgendwas hinkommen kann. Strommast oder so. Hier kommt auch schon wieder Öl. Dann einmal hier lang. Und dann wieder. Jetzt habe ich eine Brücke gebaut, ich räume. Aber mit normaler Schiene. Jetzt willst du keine normale Schiene essen. Okay. Dann müssen wir das Stück nochmal korrigieren. Das ist jetzt nur mal eine geistige Durchplanung. Das lasse ich dann mal auf mich wirken und dann denke ich da mal drüber nach, ob das im Sinne des Erfinders ist. Wieso will jetzt da keine Schiene dran gehen, verfluchte Axt? Geht die andersrum dran? Wahrscheinlich lacht er, weil er genau weiß, was ich jetzt falsch mache. Ich weiß es gerade nicht. Also ich ziehe hier runter auf die Höhe von 0. So. Jetzt geht's wieder dran. Ich habe da vorhin auch 0 gehabt. Unglaublich. So. Und hier könnte ich auch so rüberfahren. Und machen wir erstmal die zweite Brücke. Geht schneller. Einmal bis zu dem Naut. Einmal zu dem Naut. Ja, der will jetzt schon nicht ganz. Geht er bis hier runter. Das ist doch zum Mäusemelken. So. Da fehlt jetzt halt ein Pfeiler, weil wir schräg drüber sind. Ziehen wir uns den mal wieder schön daneben hin. Der will jetzt auch wieder nicht. Schmeidelchen, was treibst du hier? Warum gehen deine Brücken nicht? Ich hab keine Ahnung. Bisschen auf 0 Meter steht doch dran. Jetzt geht's wieder. Der Vorteil ist, ich könnte hier auch mit so einem T-Stückchen rausfahren. Also sowas hier. Wenn ich hier hin noch hin wollte, da könnte ich auch dann bidirektionale Verbindungen an die Industrien machen, dass sie hier für den Export darüber könnten oder auch da lang oder halt hier lang irgendwie, um in die Stadt ranzukommen. Aber das muss erstmal sacken hier, was ich hier gerade bastel. Einmal hoch auf die 9 Meter in die Richtung. Einmal schön drüber. Einmal schön runter. So. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Ich habe aber schon die Betonbrücke. Fachwerkbrücke. Was ist denn das für Materialbedarf? Doch, doch, Ziegel, das passt. Ziegel passt. Das war die, wo ich sonst auch verwendet habe hier.
Irgendwann bauen wir mal andere Brücken, aber solange da keiner in den Kommentaren schreit, Streuner, mach doch mal eine, keine Ahnung, Hängeseilbrücke oder irgendwas, bleibe ich bei der da. So, jetzt können wir den da nochmal versuchen, sanft dran zu karren. Oh nein, ich bin ja die ganze Zeit in der Pause. Jetzt habt ihr mal Planung in Pause gesehen. Ich möchte das planen. Ich will aber nicht, dass es gebaut wird. Das darf bis hier gebaut werden. Okay. Ja, ich hatte einfach Schiss, dass der mir hier schon irgendwas komisch rumbaut. Ja, mit den Schienen sind wir ja schon bis hier angekommen. Was waren denn die Bauzügchen? Hier geht schon fleißig was voran. Hier ist noch keiner dran. Was macht ihr so, Jungs? Aber wenn ich gucke, dann schafft er. Sehr schön. Nächste Folge. Ja, also ihr seht, da muss man sich schon, wenn man so eine Stadt plant, paar Gedanken machen, und mein Bauchgefühl sagt auch, die Verschmutzung ist ja ein bisschen weiter weg. Also wir könnten auch dann überlegen, wo wir das Heizkraftwerk hinmachen. Das braucht ja auch einen Kilometer Reichweite. Das heißt, also diese Entfernung hier von da nach da, die brauchen wir auch hier irgendwo. Entweder darüber oder Richtung Eisen. Oder Richtung beides, wenn wir mehr Heizung brauchen, weil wir 20.000 Leute reinpacken. Es bleibt spannend. Ich freue mich auf euch. Kommt das nächste Mal wieder und schreibt mir, was ihr so von der Geschichte haltet. Bis dann.